Long ago, there was the city of Deor. Its markets known far and wide, full of the bounties of vine and vale, peaceful and prosperous. Long ago was our last stream. Und damit begrüße ich euch mal denn hier mit diesem schlechten Geschmack zurück zu einem neuen Stream bei TwalinLP. Heute spielen wir wieder Schlacht um Mittelerde 2, wie beim letzten Mal. Und ich hoffe doch, dass der Stream sichtbar ist und dass er auch übertragen wird. Und wir starten heute mal ausnahmsweise einen Ringkrieg, auch wenn wir nicht fertig werden. Nein! Nein, das ist nicht die Musik. Einstellung hier. Musik aus. Und das akzeptieren wir so. Und dann können wir jetzt den Ringkrieg starten. Und falls ihr aufgepasst habt, wir spielen Angmar. Hier Angmar. Und wir spielen gegen einen leichten, zufälligen Gegner. Na gut, wir machen Mittel für euch. Und nicht Krieg im Norden, wir machen auch nicht den Krieg im Süden. Nee, das wäre langweilig. Ein Ringkrieg? Nee. Was ist das denn? Ja. Nee, ich kann man sich alles. So, es gab dann noch hier bestimmt. Jeder hat einen festen Startpunkt. So, wir müssten ja in Arthedain starten, nehme ich an. Was sind das hier? 6 T. T, was? Wo steht das T? Ach so, da ist schon was. Das ist für 2. Damit bin ich eigentlich einverstanden mit denen. Ich hoffe doch, ihr auch. Wie gesagt, die Kommentare stehen euch immer offen. Genauso wie auch mein Discord-Server, der jetzt offen steht. Ort Vernichtung. Machen wir Sturm der Hauptstadt. So, Automatik berechnen, das können wir so lassen. Wir stellen die eigenen Helden aus. Weil ich keine guten Helden erstellt habe, schon gar nicht für Angmar. Aber das ist was ganz anderes. Und wir wählen eine Farbe für Angmar. Wir wählen keine Farbe für Angmar aus. Und damit starten wir jetzt unseren Ringkrieg. Wir müssen Mordor einnehmen. Und sind hier schon in der ersten Runde. Mal sehen, wen haben wir hier. Wir haben den Hexenkönig. Den schicken wir gleich mal nach Fornost. So, wir haben hier unsere Angmar-Armee. Die kann hier bleiben. Dann haben wir hier Huata oder wie auch immer der Typ heißt. Dann haben wir hier Durmash. Den schicken wir hier hin. Und das hier ist Mor-na-Marf. Ah, ich glaube, das ist der Gute, den ich sogar mag. Ich weiß es nicht. Und dann bauen wir erstmal unser Territorium. Für 2500 und ach nee, für 3000 eine Festung. Und erhöht unsere Einkommen. Und dann beenden wir auch die Runde. So, mal sehen, was macht unser Gegner. Wir kommen ja, ach, wir kommen so hin. So, wir haben. Ich glaube, wir haben. Ach nee, wir haben Lothlorien. Was machen die denn in Mordor? Das passt da ja nicht. Aber das sind ja Elben. Das sind ja Elben. Versteht ihr, Elben? Es geht ja nie, gar nicht. Die sind ja elbisch. So, und jetzt haben wir auch kein Geld mehr und damit beenden wir die Phase.
So, und du gehst hier hin. Hier holen wir uns die Halle des Königs. Und dann auch gar nichts weiter. Und wenden wieder die Phase. Die nähern sich von dort. Also sollten wir unser Gebiet schützen. Aber trotzdem ist nicht versäumen, Festung einzunehmen. Was ist das? Das ist Khandum. Es ist ja eigentlich unsere Hauptstadt. Ich will zum einsamen Berg. Ich brauche das hier. Ich brauche den Erebor. Ich brauche ihn einfach, weil die Zwerge so gerne haben. Ich mag die Zwerge halt einfach. Und wenden nochmal die Runde. Ja, wir haben ein Land geeint. Plus 4 Fähigkeitspunkte. Echt krass. So, dann kommt hier die... Was haben wir denn eigentlich sonst hier? Wir haben hier die Zitadelle, die Halle des Königs. Dann brauchen wir die Dunkelstahlschmiede. Wir brauchen ein paar weitere Mühlen. Und dann haben wir auch schon kein Geld mehr. Du rennst im Erebor rüber. Phase beenden! Und jetzt machen wir einen ganz schlauen Schleichangriff von hinten. So, wir gehen nämlich jetzt da volle Kanne drauf. Dich bewegen wir auch. Und beenden diese Phase. So, das ist schön, dass wir jetzt Arnor befreit haben. Was interessiert mich relativ wenig. Ah, die haben Hans Klamm, das könnte jetzt interessant werden. Ich will hier eine Festung bauen. Und dich doch hier lieber hier hinschicken. Und jetzt die Phase beenden. Und jetzt will ich reagieren. Bevor die ja zu viel machen. Denn zu viel ist auch nicht gesund. Das muss ich ja alles in einem Wissen Maße halten. Okay. Dann. Ach du meine Güte, wir sind dort Idioten. Echtzeit! Das erste Echtzeitgefecht bis jetzt. So macht man das. Wir werden ihn unterwerfen, den Feind. Wir müssen den Feind besiegen. Ihn vernichten. Ihn ausradieren. Und dabei ein Stückchen Schokolade essen. Schöne Kaffeeschokolade, die schmeckt echt gut. Ach, es geht ja schon los. Meine Fähigkeiten stehen euch zur Verfügung. Nee, das ist zum Glück nicht der, den ich so gern habe. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Ja, hört mir zu, ihr Maden. Eben. So. Die Mühle, wir brauchen Schmiede und Kalles König. Führt mich leise. Ich habe mich nur kurz an Schokolade verschluckt. Aber zu eurem Leidwesen werde ich jetzt noch nie abkratzen. Ja, dann müsst ihr durch.
Aber ihr werdet mich schon überleben. Dann schicken wir es halt dort rein. Vorposten kostet 1200. Und hier nehmen wir einen Hügel. Orks. Hier, der Feind! Ich befehle die dunklen Mächte. Das ist doch schön. Und kannst du sie auch uns unterstellen? Ihr habt keine Widerrede, ihr Gewürmer. Weil eben die Schlacht wartet. Unsere Gebäude werden angegriffen. Der Feind greift unsere Truppen an. Wilde Waage sind gefährlich. Ja, das stimmt vor allem für Ork-Gewürm. Wir haben unsere Befehle. Wir auch. Hier nicht die Elben auszurotten. Ja, stimmt. Die Orks von Angmar sind besser. Ich spreche mit der Stimme des Hexenkönigs. Wirklich? Ich befehle die Lanzenträger der Hügel zu ihr meine Widerrede, ihr Würmer. Hört mir zu, ihr Magen. Angriff. So macht man das. Kurz holen wir uns noch so ein schönes Hügelmännchen-Dörflein. Wenn wir Geld hätten. Was wir natürlich nicht haben. So, hier ist noch ein Lager. Macht es fertig! Greift den Baum an! Greift ihn an! Zerstört ihn! Vernichtet ihn! Vernichtet ihn schneller! Unser Gegner darf keine Ressourcen haben. Genau das sag ich. Brennt sie nieder! Ich weiß mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Echt? Wie viel weißt du denn überhaupt? Du Made. Ruhe, ihr Magen. Die Schlacht wartet. Ja, ihr habt ihn niedergebrannt. Keine Widerrede, ihr Würmer. Wir haben Welche Faust? Ich sehe keine Fäuste. Wir haben jetzt Bannerträger. Noch besser. So, wie viel kostet hier so ein Außenpestlein? Zurück an die Arbeit. Ich bin bereit für Angmar zu bauen. Wie konnte man die aufsteigen lassen? Die konnte man auch mit den Tributkarren aufsteigen lassen. Rennen! Zurück zur Festung, ihr Würmer! Hoch mit euch, ihr faulen Säcke, das stimmt! Bewegt euch schneller! Bewegung! Recht so!
Achso, hier kommt ein Turm dran. Achso, man muss die auswarten. Ja. Unsere Rohstoffe sind in Gefahr. Das mag ich aber gar nicht gern. Kann man den nicht setzen? Muss man noch irgendwo setzen können. Zuhören! Ja, das sind Elben, die schießen. Das ist unfein an den Elben. Die spielen halt einfach nicht fair. Wenn die fair spielen würden, würde man die halt vernichten. Wieso? Wieso setzt ihr hier einen Wald hin? Es ergibt zumindest für meinen Sinne keinen Sinn. Ja, für meinen Sinne keinen Sinn. Hm. Los, die müssen zurückschießen. Sammelt euch! Ihr macht, was euch gesagt wird. Genau. Führt mich weise. Wir führen immer alle weise. Deswegen sterben ja auch 80% unserer Truppen immer. Ich verstehe das nicht, ich kann das Ding irgendwie nicht ausbauen. Egal. Uns gehen die Rohstoffe aus. Ich befehle die dunklen Mächte. Ihr macht, was euch gesagt wird. Die Schlacht hat begonnen. Das Auge beobachtet uns. Das war's. Zurück ins Lager. Ich spreche mit der Stimme des Hexenkönigs. Da sterbt ihr. Ich weiß mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Ey, macht nicht meinen schönen Turm hier kaputt. Ich führe jeden weise. Hey, ihr habt meinen Turm zerstört. Das ist doch. Mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Die haben mein Gebäude kaputt gemacht. Ja, greift sie an. So, hier ist es kein Problem. Ja, denn jetzt bin ich da. Ach, ich kann auch noch antrellen. Ah, hier ist Karsch, der ist der Tolle. Dann nehmen wir einen Wolfzwinger, eine Schmelze und noch eine Halle des Königs. Keine Widerrede, ihr Würmer! Schneller zurück an die Arbeit! Ich bin schon unterwegs! Gut, zurück an die Arbeit! Ja! Zurück an die Arbeit! Sie sagen's! Ruhe, ihr Magen! Ich befehle die
immer. Du gehst hier hoch. Wie viel Leben hast du nur? Du hast nicht viel Leben. Es ist schlecht. Kann man denn das hier erhalten? Ach, das Ding müssen wir auch mal irgendwann mal wieder aufbauen. Unser neues Gebäude ist fertig. Das ist schön. Ihr macht, was euch gesagt wird. Und wir können bald den Spektralwolf benutzen. Ja. Dort sind sie, glaube ich, nicht. Ja. Und wir haben kein Geld mehr. Komm zurück! Das ist auch schön. Oh. Wieso nur knechten? Man könnte auch sagen, arbeitet oder ihr werdet gefoltert, arbeitet oder ihr werdet abgemurkt. Das sind Orks! Wieso ist das so friedlich bei denen? Kann mir das jemand bitte mal erklären? Ja. Gilsal. Wissen wir nun. Rekrutieren wir mal hier den Spektralwolf. Das sieht schon abgefahren aus. Das ist noch besser. Schatten des Wolfes. Uns gehen die Rohstoffe aus. Der macht schön Schaden. Bei mir auch nicht. Ich habe die Macht. Das Blut ist Ende ist nah. Oh, ich habe noch nie gesehen, dass jemand einen Baum geworfen hat. Das ist Flinkbaum, oder? Ist das hier? Das ist Flinkbaum. Der Wolf wirft Flinkbaum. Und jetzt löst sich der Wolf auf. Ihr kämpft kläglich. Ja. Und er fällt. Ja, wir sollten uns wieder sammeln. Und zwar hier, bei dem Ding hier. Sammeln wir uns. Ja, hier wird nicht gefaulenzt, der Faulenzer. Noch stärker werden? Wir sind doch schon OP. Wenn man uns ordentlich spielen würde.
Anscheinend haben wir noch Platz. Können wir noch Gebäude ausbauen? Hier nicht. Hier schon. Nee, mit Pfeilen ausbauen. Ah, okay. Die sind stark gegen Lanzenträger. Haben wir hier noch ein Wölfchen? Rödel? Hier rennt man hier hoch und holt uns einen neuen Posten. Und Ina, rennt man hier runter, gucken, ob die hier ihre Festung haben. Hier haben die keine Festung, das ist klar. Hier haben die einen Baum. Hier kann man auch nur einen Außenposten. Schade, nur Außenposten. Möglich. Wo? Die Eisgeschosse sind jetzt kalt genug. Okay, gut, hab ihn verloren. Wir hätten eh nichts für ihn. Um ihn zu verwenden. So, dann. Grab und halt Gruft. Dafür brauchen wir noch ein paar Ressourcen. Wir haben immer noch keine Ressourcen. Nie haben wir Ressourcen. Haben wir irgendwo wenigstens Truppen rumstehen? Nein. Der Spektralwolf braucht lange, um sich wieder aufzuladen. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Angma muss erstarken. Oh, das ist schon Stufe 3. Keine Widerrede, ihr Würmer. Ja, niederes Gewürm. Ja, habt ihr keine Widerrede. Wird ihr geduldet von uns. So. Die Elben bereiten anscheinend irgendetwas Großes vor. Wir aber auch. Denn wir werden sie besiegen. Wie ihr seht, habe ich mich diesmal wirklich vorbereitet. Und wie viel halten wir? Wie viel? 860. Ja! Bald! 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 Und bald! Wieso kann ich die nirgendwo hier hinschicken? Das ist völlig unfair. Was für eine Maut? Ey, ich will doch nur hier ran. Zurück an die Arbeit. Bewegung. An die Arbeit, oder ich werde beobachtet uns. Wir haben das nicht ohne nicht sehen, was hier herumsteht. Das Gebäude ist fertig. Dann schicken wir es hier rein. Unsere Hexmeister können nun singen, Felsen. Unser neues Gebäude ist bereit.
eine Unterstützungseinheit. Was ist mittig in der Kadaverregen? Uns gehen die Rohstoffe aus. Ja, ja. Ich habe die Macht. Also der hat schon tolle Fähigkeiten. Ja, der ist doch toll. Der ist stark. Aber ein Untoter, wie man sieht. Ich würde noch auf eine kleine, auf diesen Zauberer da sparen. Und bis der Seelenwolf, Schattenwolf, oder Schatten des Wolfes fertig ist. Ich bin die Faust Angers. So, war das hier? Nein. Wo ist der? Ja, rein mit dir. Das war hier. So macht man das. Seelenquelle. Spezialisier dich mal da drauf. So. Okay, gut. Dann holen wir uns jetzt noch. Wollen wir den holen? Nein. Und warum nicht? Frechheit. Den holen wir uns noch und vielleicht noch ein paar andere. Damit wir ein paar schöne Helden haben. Macht vielleicht nicht viel Spaß, aber dafür können wir ganz easy gewinnen. Ja? So, hier unsere Katapulte, die bauen wir noch auf. Aus! Nicht auf! Auf Eisschuss. Keine Widerrede, ihr Würmer. Ja, eure Einstellung ist grauenhaft. Lass die Kohle nicht sehen, dass sie herumsteht. Das auch. Jetzt ruhig sein. Also jetzt nicht ihr da draußen, aber die andere, ich muss mich konzentrieren. Sobald er draußen ist, können wir eigentlich loslegen. Hier ist ja nichts weiter Interessantes. Und dann vernichten wir diese Elben. Oder die haben schon längst aufgegeben, das kann auch sein. Oder wir haben ihr einziges Lager zerstört. Und die haben nur noch die Bäume rumstehen.
Das wäre auch möglich. Okay, gut. Dem hat man einen tollen Sprecher gegeben. Gut, das ist ein größeres Rüde. Was? Ich fühle mich verarscht. Die haben die ganze Zeit keine weiteren Lager mehr, die haben nur noch diese Bäume. Denke ich mal. Toll, wir dürfen Bäume abreißen gehen. Oh, wundervoll. Ich bereite mich hier auf die Schlacht vor. Und die haben nicht mal Bäume. Oder gerade mal Bäume. Ja, die Waage sollten eher vor unseren Wagen rennen. Oder die ist ja weit helfen, die machen die nämlich platt. Aber hier haben die nischt. Hier haben die auch nischt. Das ist erniedrigend. Echt erniedrigend. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich wegen diesem Baum hier hinterrennen. Gut, wirf halt auch unsere Truppen weg. Nein, das ist nicht der Feind, das sind wir. Mach es platt! Wieso ergibt er sie ihn hier einfach, obwohl er einen Baum hat? Der hat nur einen Baum. Einen Baum, nicht mehr Truppen. Sag mal, wollt ihr mich hier verarschen? Das soll ein Scherz sein. Nein. Die können die nicht abschießen, weil die außerhalb der Karte rumbacken. Toll, jetzt macht er Puff. Ist ja mal wundervoll. Da sucht man Ewigkeiten nach dem Feind und dann backt er hier rum mit seinen Einheiten. Der cheatet. Seht ihr, wie viele hier stehen? Das ist illegal. Könntet ihr mal ein bisschen schneller laufen, damit wir es jetzt endlich beenden können? Wir sitzen jetzt seit über einer halben Stunde auf dieser Karte rum. Deswegen. Ich hatte gedacht, ich habe einen mittleren Feind eingestellt. Hatte ich doch leicht. Okay, der macht aus sehr großer Entfernung. Das ist Voldemort! Ups. Ach, die kommen da hin. Und jetzt? Führt mich weise.
Also ich finde das nicht schön. Wir haben den jetzt besiegt. Ja dann. Jetzt haben eh leider alle ausgeschalten. Müssen wir uns da auch wieder heute voneinander trennen. Also es hat mir wirklich gefallen, wieder mit euch ein bisschen was zu streamen und zu reden. Wenn auch nicht viel. Ich sage, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's play, let's stream und let's play mit eurem Twalin-RP. Bis dann, macht's gut. Jetzt werde ich nur schnell das hier auf alles verlassen und dann mache ich raus. Und beenden.